Ich spawne heute schwarze Löcher in Teardown. Ihr alle kennt schwarze Löcher, Freunde, und die werde ich heute auch mal spawnen. Ich bin ganz gespannt, wie das Ganze funktioniert. Mit dieser Waffe, die ich hier in der Hand habe, soll man das Ganze machen können. Ich feuer einfach mal drauf. Und tatsächlich, irgendwas tut sich da. Irgendwas tut sich da. Okay, es ist ein schwarzes Loch entstanden, aber... Und das saugt jetzt da den McDonald's auf, oder was? Soll ich nochmal ein zweites Mal ein schwarzes Loch da aufmachen, oder was? Ja, oh mein Gott. Ja, das hier ist weg. Das ist weg. Das ist einfach komplett verschwunden. Wo ist das hin? Und jetzt ist einfach hier noch eins drinne. Oh mein Gott, guckt es bitte an. Guckt es bitte an. Es wird immer größer. Da die Lampen eingesaugt. Die Lampe auch. Das reißt gleich. Das Loch wird immer größer. Das hat so eine Kraft, ne? Ihr müsst euch das vorstellen. Das Schild oben. Bam, eingesaugt. Was kommt hier als nächstes? Ey, wir werden heute wirklich schwarze Löcher aufs Extreme testen. Ihr wollt das Video nicht verpassen. Deswegen guckt bis zum Ende, Freunde. Auf jeden Fall. Es kommen die krassesten schwarzen Löcher. Am Ende packe ich auch noch krasse Fahrzeuge aus, die auf jeden Fall auch schwarze Löcher dran haben. Wie eine Abrissbirne, die aber ein schwarzes Loch als Abrissbirne hat. Guckt euch bitte an, wie groß dieses schwarze Loch hier gerade wird. Alter, das ist ja der pure Wahnsinn. Der ganze McDonald's ist gleich verschlungen. Ihr seht es hier. Langsam aber sicher gräbt sich das schwarze Loch hier immer weiter, frisst alles auf, es wird immer größer. Du kannst gefühlt gar nichts mehr machen, ne? Guckt euch das an. Die ganze Welt wird davon einfach eingesaugt werden. Wie krank ist das? Und damit ist auch der ganze McDonald's eingesaugt. Wie krank! Ich habe natürlich nicht nur eine Waffe, die schwarze Löcher spawnen kann, sondern noch eine zweite. Und die ist auch sehr, sehr krass. Wir sind jetzt hier mitten in der Schule und ich wollte in der Schule... Oh, es schneit sogar draußen. Ich wollte in der Schule schon immer mal ein schwarzes Loch zünden. Deswegen gehen wir einfach mal in irgendeinen Klassenraum rein. Hier vielleicht in diesen hier. Nee, okay, das ist so ein Computerraum. Das ist dann der falsche. Aber irgendwo ist hier bestimmt ein Klassenraum. Hier, diesen Klassenraum. Ich zünde das Loch und... Was ist los? Was ist hier los? Wieso ist alles grün? Sag mal, ich sehe gar nichts. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Und bam! Alter, ich glaube, das schwarze Loch, was gespawnt wird, ist einfach so riesig, dass ich da komplett drin aufgesaugt werde. Probieren wir einfach nochmal den normalen schwarzen Lochblaster von eben. Und so. Guckt euch das an. Guckt euch das an, wie das schwarze Loch sich immer weiter gruber, wie das alles einsaugt, wie das immer größer wird, Freunde. Guck mal, hier draußen auf dem Gang denkt man noch so, gar nichts los. Und dann das Regal. Das Regal fängt auf einmal an, nach innen eingesaugt zu werden. Oh mein Gott. Hier werden irgendwelche Leute eingesaugt. Guck mal, das Blut siehst du nur. Was ist denn hier los? Guck mal, das schwarze Loch wird immer größer. Es wird immer mehr gefüttert. Hier dann der Boden. Unten der Schrank. Das schwarze Loch gräbt sich hier immer mehr durch. Jetzt gleich hier oben auch noch. Jetzt kommt sie gleich raus. Jetzt kommt die... Oh mein Gott, da kommt der Computer. Hier, die ganzen Stühle aus dem Raum. Die Wand. Das Regal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hätte das schwarze Loch nicht in der Schule zünden sollen. Guck mal, auch da gräbt es sich durch die Wand durch. Es wird immer größer, Freunde. Hier in diesem Raum, guck mal, selbst hier fliegen die ganzen Sachen. Hier in diesem Raum ist nichts mehr drin. Hier schon die Fenster komplett am Verrückt spielen. Was haben wir noch? Hier, der Lehrer, nein! Der wurde aufgesaugt. Okay, naja, gut. Den habe ich sowieso nicht gemocht, ne? Der macht Matheunterricht. Jetzt gleich garantiert der Typ. Guck mal, noch pennt er hier zwar. Noch schläft er da auf ganz entspannt. Aber wahrscheinlich nicht mehr lange, Freunde. Ich sage euch nur eine Sache, wenn das schwarze Loch jetzt gleich immer größer wird. Alter, wie groß ist das schon? Wenn das jetzt immer größer wird, dann wird auch der Kollege Schnürschuh gleich eingesaugt werden. Oh mein Gott, es wird wirklich immer größer, ne? Guckt euch an, ich bin im schwarzen Loch drinne gerade. Alter, so sieht das da drin aus. Das sieht ja voll krank aus, wie so ein Unwetter. Hier sind noch so Teile von den anderen Lehrern. Raus hier. Hier der Stuhl und sowas, ne? Hier der Stuhl. Warte mal, da habe ich eine Idee. Ich mache, glaube ich, mal den hier. So, ich helfe mal ein bisschen mit, würde ich fast sagen. Oh Gott, nicht, dass ich hier selber noch eingesaugt werde. Hier die Teile, die werden einfach alle eingesaugt. Was haben wir hier draußen? Mach mal auf hier. Was ist hier? Ist hier, wollte der hier schon die Treppe, den Boden einsaugen oder was? Ich hoffe mal nicht, ne? Guckt euch an, das ist einfach eine riesige schwarze Wand. Hier auch der Lehrer, der wurde schon zerquetscht gefühlt. Da ist er. Da ist der Lehrer. Ich kann ihn vielleicht freimachen. Warte mal. Ich rette sie. Das ist meine Deutschlehrerin hier oder mein Deutschlehrer. Hier, komm. Weg mit dem blöden Stuhl. Ich rette sie. Keine Sorge. Kommen Sie mit raus. Ich kann ihn gar nicht rausziehen. Ich kann ihn nicht rausziehen. Weil das schwarze Loch so eine Power hat, ne? Keine Chance, hier irgendetwas zu machen. Guck mal, und es wächst und wächst und wächst. Selbst von oben, Alter, guck dir das an. Selbst von oben, Alter, das schwarze Loch hat hier fast die ganze Schule schon aufgefressen. Wie krank ist das? Also eine Lehrerin daraus zündet ein schwarzes Loch. Niemals bei euch in der Schule, denn sonst passiert genau das. Wobei schulfrei eigentlich auch cool wäre. Guckt euch mal bitte diesen Kran an, den ich habe, Freunde. Damit können wir einfach, ich muss hier kurz die Steuerung angucken. Okay, Arm erstmal ein bisschen hochfahren, so. Damit können wir einfach ein schwarzes Loch... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich saug mich damit ja komplett selber. Wo ist das schwarze Loch hin? Sag mal, das ist ja kaputt gegangen. Oh, da hinten fällt es hinein. Da ist es hingefallen. Oh Gott, ich gebe den Kran auf. Ich gebe den Kran lieber auf.
Wird er jetzt auch eingesaugt? Der Kran selber wird nicht eingesaugt, ne? Aber das schwarze... Oh, doch. Aua! Ich wurde auch... Au! Ich wurde auch eingesaugt. Au! Dieser Kran hier lässt alles, was um das schwarze Loch herum ist, hochfliegen. Guckt euch das bitte an. Hier, die Kugel geht in die Nähe von so Autos und das, die lässt es einfach hochfliegen. Alter, wie krass ist das denn bitte hier? Ich gehe auf die Autos. Guckt euch das bitte an. Oh nein! Oh nein! Wo fliegt die Kugel jetzt hin? Jetzt fällt hier aber alles hoch. Na, warte. Ich will auch mal fliegen. Und... Fluch! Oh, Alter, was fliegt da oben alles? Jetzt habt ihr das aber auch mal gesehen. Es gibt auch solche schwarzen Löcher. Was genau macht dieser Kran jetzt hier? Okay, der hat auf jeden Fall auch gut Power. Ich würde sagen, ich fahre damit einfach mal los. Was genau hat der für ein Loch vorne dran? Okay, der lässt die Sachen irgendwie um mich herum. Ich habe auch direkt schon die Kugel verloren. Der lässt die einfach alle in so einem Tornado rumdrehen oder so. Wie krank. Jetzt haben wir hier einfach ein stinknormales schwarzes Loch dran. So, und das wird auf jeden Fall alles aufsaugen, was hier in die Nähe kommt. Wow, das schwarze Loch spielt komplett verrückt. Okay, das war's, Freunde. Na gut, dann muss ich halt einfach selber eins feuern. Und wir haben hier diesen Generator. Ich feuere hier einfach mal auf irgendein Postauto drauf. Und ich würde sagen, wir nehmen hier das blaue. Wir nehmen das blaue Auto, so, zack, und gucken uns das ganze Spektakel an. Ich meine, jetzt hat er ja... Alter, guckt euch die ganzen Autos an hier, Freunde. Jetzt hat das schwarze Loch auf jeden Fall ordentlich was zu essen. Das sind die ersten Autos, die hier eingesaugt werden. Jetzt kommen hier gleich schon die nächsten. Das da, okay, dann hier drüben, das doch auch gleich. Ja, das war's. Oh, es wollte nochmal kurz raus, aber alles in Ordnung. Und das Loch wird immer größer, ne? Ihr seht es selber. Was meint ihr, wenn das hier erstmal gleich rankommt an diese Größe? Wie groß das dann noch wird? Oder wenn das hier diesen riesigen Bulldog frisst? Warte mal, das können wir direkt mal probieren. Ich könnte probieren, mit dem Bulldog da jetzt reinzufahren oder in die Nähe. Vielleicht funktioniert das ja. Ich muss nur im richtigen Moment aussteigen, sag ich schon mal. Oh mein Gott, Alter! Habt ihr gesehen, wie schnell da der Bulldog auf einmal auf uns zukam? Der wollte direkt alles einsaugen und hier auch die Autos. Die Autos und der Kran, yo, was passiert hier? Alter, wie krank ist das denn bitte? Jetzt wird hier wirklich alles eingesaugt. Oh mein Gott, und da drüben ist ja nochmal so ein riesiger Parkplatz. Die ganzen Autos kann der ja auch nochmal einsaugen. Guck mal, wie das aussieht. Das nimmt irgendwann immer so eine komische Form an. Hier, einfach genug zu essen. Immer wieder so ein bisschen was von den Autos, ne? Immer wieder ein bisschen was von den Autos. Und das Auto hat da anscheinend Glück, weil das im Boden festhängt oder sowas. Aber von den Autos hier drüben bisher noch... Boah, ich habe nichts gesagt. Bisher noch nichts. Alter, jetzt saugt er hier aber die Geisterautos. Jetzt saugt er hier... Nein, nicht den neuen Lamborghini. Nicht den neuen Lamborghini, den mein Chef erst seit einer Woche hat. Bitte nicht den. Bitte nicht den neuen Lamborghini. Nein. Und guck mal hier, die ganzen Autos, die eingesogen wurden. Auch diese Autos hier werden einfach eingesogen. Wie krank ist das bitte? Was wird hier einfach gerade alles eingesogen? Alter, das ist ja der pure Wahnsinn. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man so ein schwarzes Loch wieder aufhalten könnte. Habt ihr dazu vielleicht eine Idee? Dann schreibt es mir auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Wie kann man sowas wieder aufhalten? Ich feuere jetzt einfach so ein schwarzes Loch mal mitten nochmal in die Menge rein. So, wir starten mit diesem Auto hier. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, das kann ja gar nicht glauben, was das hier zu essen bekommt. Guck mal, wie langsam der hier die Autos auffuttert. Das ist ja wirklich wie so ein riesiger, hungriger Typ. Guck mal da. Oh mein Gott, das wird immer größer. Das schwarze Loch wird immer größer. Es saugt alles ein. Alter, guckt euch an, was hier passiert. Es wird alles eingesogen. Was? Ey, Freunde. Und es fängt wieder an zu schwingen, ne? Guck mal, ihr seht hier ganz leicht die Kante. Es fängt wieder an zu schwingen. Und guck mal, das ganze Essen. Nein, nicht der Bagger. Nicht diesen Bagger hier, Alter, so ein Riesenbagger. Oder hier, guck mal, der Hotdog, oder was ist das? Oh mein Gott, jetzt gleich wird der Bagger eingesungen. Oder ist der Bagger... Oh nein, was macht der Bagger? Vielleicht ist er auch zu schwer dafür, ne? Also ich meine, da muss das schwarze Loch, muss er schon eine dicke Kraft aufbringen, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Der Bagger macht die Schaufel runter. Aber wieso macht der Bagger die Schaufel runter? Was soll das, Bagger? Der muss hier auf jeden Fall... Nein! Der muss hier auf jeden Fall ordentlich Kraft aufbringen, damit das Ganze funktioniert, ne? Nein, jetzt sag nicht hier gleich diese Sachen. Stellt euch mal vor, das hier alles. Und dann das gefundene Essen hier. Das hier, Alter, da kommen ja 10 Autos auf einmal. Die ersten Türme brechen hier ein, Freunde. Hier, der Turm hier ist gerade zusammengebrochen. Die Autos werden eingesogen, ne? Das ist nur eine Frage der Zeit, bis der Turm hier, bis die Autos auch... Oh Gott, die Autos werden auch eingesogen. Jetzt wisst ihr schon, wie weit der ungefähr ist. Das heißt, bis hier geht der Radius schon. Der Turm, der LKW-Turm. Und auch der wird eingesogen, Alter. Das ist gutes Essen gewesen. Oh mein Gott, ich hatte gerade, ich werde auch ein bisschen eingesogen. Aber jetzt hier die Autos als nächstes, oder was? Ja, mal gucken. Na, dafür braucht er noch ein bisschen. Oh, ich habe nichts gesagt. Doch, die Autos werden hier als nächstes eingezogen. Okay, wie sieht es bei denen? Wie sieht es mit den Sachen aus? Nein, nicht den weißen Lambo. Nicht den weißen Lambo, der war gerade neu. Oh, der sollte doch gerade in die Werkstatt, sag mal. Okay, was haben wir mit diesem Transporter-Auto? Das könnte noch nicht hinhauen vom Radius.
Aber ihr seht das, wie groß das schon ist. Und gleich trifft es hier auf dieses gefundene Fressen, ne? Auf diesen riesigen Autohaufen. Jede Sekunde muss das schwarze Loch auf diese Autos treffen, Freunde. Wirklich, der saugt hier alles ein. Der saugt sogar hier drüben schon die Fahrzeuge ein. Der Schredder kann auch schon nicht mehr richtig drehen, ne? Also, wir gucken mal. Also wirklich Schritt für Schritt. Der saugt hier wirklich auch diese ganzen, guck mal hier, die ganzen Autos. Die kriegt er alle nicht richtig eingesogen. Aber gleich hat er diesen riesigen Turm hier. Und da bin ich sehr gespannt, wie groß das da noch werden wird. Wow, was passiert, Freunde? Oh mein Gott. Die erste Charge von den Autos wurde gerade gezogen. Ey, oh mein Gott, das ist so krass, ne? Was hat der für eine Power? Und hier drüben der LKW wird auch gleich eingesogen. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Oh, das nächste. Nein, das war's. Die nächsten Autos. Ihr seht jetzt schon, wie weit das schwarze Loch ist, ne? Das frisst sich jetzt hier immer weiter durch, diesen ganzen Block. Hier, die ganzen Autos sind ready. Wow, guckt euch an, was passiert hier. Alter, die Autos werden immer weiter eingesogen, Freunde. Es gibt hier wirklich kein Entkommen mehr für jedes dieser Autos, ne? Die haben alle keine Chance. Das schwarze Loch wird immer größer, also das hat schon die Hälfte gefühlt weg. Naja, wobei die Hälfte nicht, aber auf jeden Fall ein paar rein. Und hier fliegen direkt die nächsten Sachen rein. Jetzt hat es wirklich Hunger, es wird auch diese Sachen auffuttern. Was können wir jetzt noch machen? Freunde, das waren mal ein paar Einblicke in schwarze Löcher. Auf jeden Fall eine krasse Folge. Lasst ein Like und auch ein Abo dafür, tägliche Videos. Ich mache jeden Tag Videos, deswegen abonniert ihr gerne mal. 80% von euch haben nicht abonniert, deswegen, wieso abonniert ihr dich? Seid ehrlich, schreibt es in die Kommentare. Gebt mir den Kanal, checkt einfach nochmal Videos aus, wie uns morgen, nächsten Video, wir haben einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.